DFB, IBS, TV og BNP, KMH, IT und RCD, PVC, FCK, ist nicht okay. Schnelle Rhythmen, eingängige Melodien und über 35'000 Besucher. Das ist das heitere Open Air 2008. Wir haben uns unter die Leute gemischt und wollen ihnen Geschichten rund um eines der grössten Schweizer Open Airs erzählen. Begleitet haben wir den Rudi Hunziker, Herr über 2600 Zelte. Seit mehr als 10 Jahren schaut er auf dem Zeltplatz, dass alles mit rechten Dingen zu und her geht. Sibylle und Nadine. Zum ersten Mal sind sie auf den Hausberg Zofingen gekommen. Und schon nach kurzem stecken die zwei tief in Schwierigkeiten. Ja, wo wären wir schon? Der Luigi Madeo schaut fürs Wohl der Künstler und VIPs. Nur das Beste ist ihm gut genug. Seit 8 Jahren ist er der Chef zwischen den Töpfen und Pfannen vom Heiteren. Sandra Matzinger und Michael Meierhofer. Denn wenn die anderen am Schlafen sind, machen die beiden Securities ihre Runden. Der Christoph Bill. Seit 8 Jahren hat er Sagen auf dem Zofinger Hausberg, der Organisator des Heiteren Festival 2008. Morgen um 7:30 in Zofingen am Bahnhof. Die Brigitte Blunier kauft noch die letzten Sachen für die Künstlerin, bevor es auf den Heiteren geht. Merci vielmals. Adieu. Ah ja. Ich komme nicht mehr über. Merci. Adieu. Kurz darauf runter, Backstage, bei der Künstlergarderobe. Jetzt muss ich sehr schnell meinen Ordner holen. Mein Hirn. Ich habe mir nicht schön aufgeräumt gestern hier innen. Heitere Fahne. Seit 4 Jahren ist sie für die Stars und Sternli verantwortlich. Von der Pink über den Jimmy Cliff bis hin zum Mojiba sind schon viele Weltstars von ihr betreut worden. Das ist nicht richtig. Jetzt kann die Sofigerie die Garderobe-Container für die Headliner vom oben parat machen. Nichts wird dem Zufall überlassen. Es ist so, Zeug darf einfach nicht rumliegen. Das geht natürlich nicht. Da muss alles schön ordentlich und die muss man da sicher noch herlegen, weil das ist gefährlich. Das müsst ihr noch machen. Lieber nichts als das. Ich bin jetzt zufrieden, weil das sind die Headliner-Garderobe. Und mir gefällt es im Moment Postermöbel nicht hier drin. Weil die Headliner sind einfach immer etwas speziell. Jetzt bin ich mir am überlegen, ob ich die Postergruppe mit einer anderen Garderobe tauschen will. Aber da muss ich mir jetzt erst noch ein Gedanken machen. Für alle 10 Künstlercontainer ist sie verantwortlich. Dabei unterstützt wird die 43-Jährige von ihren Helfern. It's okay if she walks with another. It's okay if she stays for a while, but I try to ignore that. Now she cries for someone else. Unterdessen auf der Hauptbühne. Dada Antiportas begeistert das Publikum mit seinen Liedern. She cries for someone else. And now she cries.
zum zweiten Mal rocken die Luzerner auf dem Heiteren. Dankeschön! Heiteren! Zurück zu der Brigitte Blunier. Gerade kontrolliert Mutter und Künstlerbetreuerin die WC-Container der Stars. Immer mit dem Anspruch, alles perfekt zu machen. Dabei hat sie schon viel erlebt. Grand Avenue hat eine Flasche Wodka verlangt. Sie haben sie auch drauf gehabt. Dann sind sie fragen. Und dann haben sie aber nicht gewusst, dass sie auf der Liste sind. Und dann haben sie gesagt, ob ich käuflich sei. Dann habe ich gesagt, nein. Ja, aber einen Unterschied mit CD speziell signiert, habe ich gesagt, okay. Und ich habe gewusst, sie haben den Wodka bestellt, aber sie haben es nicht gewusst. Dann habe ich eine schön herzig signierte CD geklebt bekommen und habe ihnen den Wodka gegeben. Der Rudi Hunziker und der Dirk Stolp auf dem Kontrollgang. Alles, was mit Zell zu tun hat, ist den beiden Sozialpädagogen unterstellt. Eben, dem habe ich gesagt, das war vorhin an der Rezeption. Ich habe gesagt, er muss so aus dem Weg raus, dass die mit dem Fahrzeug durchfahren können, um den Abfall zu entsorgen. Das habe ich ihm gesagt und er hat gesagt, er geht noch mal schauen, dass er es gleich wegstellen kann. Wir müssen vielleicht mit ihm noch mal reden. Okay, ist gut. Mehr wie ein Kollege für Besucher ist er, der 50-jährige Rudi und seine rechte Hand, der Dirk. Und gleich müssen beide die Campingplatzregeln durchsetzen. Wir müssen schauen, dass er irgendwo ein Platz hat, innerhalb dieser Markierung. Ist das okay für euch? Kein Problem. Okay, ja, können wir. Unterdessen im Zofiger Städtli. Grossen Auflauf im Laden. Die Besucher vom Open Air decken sich für die nächsten 3 Tage ein. Gasflaschen können wir streichen. Ja. Hochbetrieb im Laden von Markus Knechtli. Seit 27 Jahren führt er das Geschäft, doch nur einmal im Jahr ist so viel los wie am Festival. Sie singen den Kassierinnen ein Ständchen. Sie grölen bei uns. Das ist so schön. Wir erleben das wirklich in einem ganz tollen Jahr. Dann ist heiterer. Ja, also. Der Geschäftsführer hat gut lachen. Für ihn stimmt an diesen Tagen der Umsatz. Säckweise wird gepostet. Da wird geholt, was später in den Zelt gegessen wird. Ja, viel Früchte. Trinken. Chips, gell, für uns zwei. Ja. Chips und Brot. Und etwas zum Kochen. Ja. Fertig, Kartoffeln. Unterdessen wieder zurück auf dem Campingplatz beim Zofiger Rudi Hunziker. Der Jugendarbeiter weist gerade neue Besucher ein. Den Zeltplatz willst du schon eintauschen? Nein, noch nicht. Gut, super. Könnt ihr gerade hier bei der Rezeption machen. Könnt ihr uns alles weiter erklären. Viel Spass, gell? Seit 10 Jahren macht er den Job, auch jetzt noch mit genau gleich viel Begeisterung wie am ersten Tag. Die Atmosphäre und die Leute, mir freut es, wenn, ja, wenn auch die anderen, wenn sie es gut haben und so. Gleich auch dann natürlich auch mal Zeit für ein Schwätzchen oder jemand sagt, komm, trinken mal ein Mineral oder so und merci für den Wind. Und ja, das ist einfach lässig, mir gefällt es, muss ich sagen. Zum vierten Mal spielen sie hier die Mundartrocker Zürich West. Ein paar Stunden davor noch macht der Veranstalter Christoph Bill die letzten Abklärungen, bevor er dann das 18. Heitere eröffnet. Nee.
Fast ein ganzes Jahr hat er diesen Moment zusammen mit dem Uka vorbereitet. Jetzt, wo er durch ist, hat der Chef vom Open Air nur noch einen bescheidenen Wunsch. Auf zufriedene Gesichter. Also ich glaube, das ist für mich ist das eine der grössten Motivationen überhaupt. Die Freude der Leute, dass die Leute hier wirklich geniessen und lässig haben. Und das steht mir an, wenn sie mitgehen bei den Konzerten. Und das ist eigentlich, was mich am meisten freut. Zurück auf der Hauptbühne ein paar Stunden später. Seit mehr als 24 Jahren spielen sie auf Schweizer Bühnen der Kuno Launer und seine Bands. Mit Mundart-Songs rocken sie das Publikum erfolgreich. Also man kann nicht so irgendetwas zusammenschiessen. Darum gebe ich mir natürlich Mühe, irgendetwas zu schreiben, wo ich dann auch 70 Mal herstehe für ein Tournee, das singen und mir nicht blöd vorkomme, weil ich denke, leck, wir singen da für einen Schrott zusammen und so. Ich bewundere gewisse Band, wie sie es schaffen, den Schrott immer wieder zu singen, aber es gibt natürlich sehr viele, gute Texte machen. Über das Eisen fort zu landen, ganz mal mit dem Platz noch still, nämlich weil das Benzin ausgeht. Und der Gitarre ist der Küsse viel, Mann. Sie sind erst gerade angekommen, Sibylle und Nadine aus dem Kanton Luzern. Noch sind die beiden 18-Jährigen zuversichtlich, einen Platz fürs Zelt zu finden. Endlich scheint ein Platz gefunden, praktisch gelegen, ganz in der Nähe vom WC. Die Absperrung am Boden scheint die zwei nicht zu interessieren. Doch hier haben die beiden die Rechnung ohne den Dirk Stolp gemacht. Hier kein Zettel. Es hat noch so viel Platz, aber hier bestimmt nicht. Aber hier nicht. Es tut mir wirklich leid. Aber es ist so klar, dass hier eine Abschrankung ist. Es tut mir mega leid, aber bemüht euch woanders nochmal. Oder? Von den anfänglichen Schwierigkeiten auf dem Zeltplatz bekommen die nichts mit über. Sie tanzen zu der Musik von Aargauer Seven. Jetzt singt er auf der Bühne, der Seven. Vor über 15 Jahren war er auch schon auf dem Heiteren, dann aber unten beim Publikum. Merci viel, viel mal Heiter. Aufschnaufen bei den Luzerner Camperfrauen. Sie haben nach über 3 Stunden gleich noch ein Plätzchen für ihr Zelt gefunden. Also wenn wir den Typ nicht fertig werden, wir heimgehen. Ja, man hat gesagt, dann werden wir heim. Hat der Typ jetzt verkauft und werden gehen. Hat er ihr gut? Ich glaube, wir werden es. Nein, wir haben angefangen zu zetteln. Papier verdrehen. Ja, es ist so. Ja, es ist wirklich verschissen. Aber jetzt sind wir an, das Zelt steht. Nein, das kann es nur noch besser. In der Küche von Luigi Matteo. Ein erst Hochbetrieb. Künstler, VIPs und Helfer wollen von ihm bekocht werden. Salatbuffet, italienische Antipasti oder Lammbrücken. Seit 8 Jahren schaut Luigi, dass es während dem heiteren Open Air auch kulinarisch stimmt.
Kochen ist im 42-Jährigen seine grosse Leidenschaft. Sicher macht es mir Spass. Das ist mein Beruf. Und zum Rüberkommen macht es mir Spass zum Arbeiten. Ich bin jetzt 9 Jahre hier. Und habe so viele Wünsche und Sachen für die Welt. Ich weiß einigermaßen, was die möchten haben. Michael und Sandra auf Patrouille. Wenn die anderen am Festen sind, schauen die Securities für Ordnung auf dem Campingplatz. Hey. Oh, da bin ich! Komm, das ist meine! Was, könntest du da vielleicht schnell packen auf der Straße weg? Weil hier kommen zum Teil. Hey, yo! Ist gut, könntest du da bitte ein bisschen drüber legen? Das wäre flott. Da auf das Gras, ja, ist sogar noch etwas weicher als auf den Steinen. Gut. Zwischen über 2600 Zelten machen sie ihre Runden die ganze Nacht durch und schreiten ein, bevor etwas passiert. Je später es wird und je mehr der Drogenkonsum und auch so leid dass es ist, der Drogenkonsum ansteigt, ist natürlich schon, muss man aufpassen, muss man mit den Leuten reden, ein bisschen spüren, mit welchen kann man wie reden, muss man auf die freundliche Art, muss man manchmal etwas energischer reagieren. Aber eigentlich sind die Leute kooperativ, wenn man sagt, lass bitte, gang auf die Zeit und so, tun sie so respektieren. Bei Michael und Sandra vergeht fast keine ruhige Minute, wo nicht jemand zurechtgewiesen oder eingegriffen werden muss. Es laufen euch zwei Herren entgegen. Einer in einem weißen Poloshirt und einer in einem dunkleren grau oder blauen Poloshirt. Denen sind die Bändchen weggenommen worden. Und die sollen jetzt beobachten, dass sie nicht über den Zaun gehen. Antworten. Fähigkeit, zu Menschen vorzudringen, dorthin, wo das Wort zum Beispiel alleine nicht hinkommen kann. Es berührt uns emotional und wenn du es schaffst, die Worte noch passend dazu, unterstützend dazu auf die Musik zu legen, dann hast du ein großes Ding gemacht, dann hast du ein Stück Musik erschaffen, zusammen, wo man dann schon auch sich selber sehr darüber freut oder vielleicht auch Jahre später noch ehrfürchtig fast zurückguckt und denkt, wow, wie ist dir das gelungen? Voller Schall und Rauch, ja, ja, bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. MFG mit freundlichen Grüßen, die Welt in uns zu Füßen, denn wir stehen drauf, wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch. Yes, bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. MFG mit freundlichen Grüßen, die Welt in uns zu Füßen, denn wir stehen drauf, wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch. Yeah, yeah. Bevor wir fallen, fallen wir lieber auf. MFG mit freundlichen Grüßen, die Welt in uns zu Füßen, denn wir stehen drauf, wir gehen drauf für ein Leben voller Schall und Rauch. Yeah, bevor wir fallen, fallen wir lieber auf.
30'000 Liter Bier später. Der grosse Kater nach der Festivalnacht auf dem Heiteren. Zufriedene Gesichter am Sonntagmorgen. Die Leute scheinen den letzten Tag noch zu geniessen, bevor es wieder zurück in den Alltag geht. Damit geht für Christoph Biel und sein Team von 200 Helfern das Open Air am Ende entgegen. Fast keine Alkoholleichen, schwarze Zahlen für den Veranstalter, schönes Wetter und über 35'000 Zuschauer. Seit dem Open Air 2008 geht damit als eines der erfolgreichsten in seiner Geschichte ein.